Jeder kennt es. Man steckt seine schmutzigen Klamotten in die Waschmaschine und auch nach einem langen Waschvorgang ist die Wäsche nicht vollständig sauber. Wir stellen dir mit Essig heute ein Wundermittel gegen Flecken und gleichzeitig 5 Anwendungsmöglichkeiten dafür vor. Los geht's mit der Nummer 5. Übergießt einfach eure bunte Wäsche vor dem Waschen mit etwas Essig. Das Waschmittel wirkt dadurch effektiver und außerdem schützt das Konservierungsmittel vor Seifenrückständen. Und die Nummer 4. Wer gerne zum teuren Weichspüler greift, für den haben wir jetzt eine kostengünstige Alternative. Nehmt einfach einen Becher destillierten Essig und gebt es zu eurer Wäsche hinzu. Ohne Rückstände zu hinterlassen, macht der Essig eure Kleidung wieder weich, sanft und tragfähig. Probiert es doch einfach mal aus. Und jetzt sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 3. Wenn du ein Haustier hast, solltest du jetzt ganz genau zuhören. Essig sorgt nämlich außerdem dafür, dass sich lästige Tierhaare nicht mehr so schnell auf der Kleidung absetzen. Gebt einfach eine Tasse Essig zu eurem Spülgang und eure Klamotten werden vor nervigen Tierhaaren geschützt. Die Nummer 2. Ach, die weiße Wäsche ist schon eine Sache für sich. Egal wie man es dreht und wendet, am Ende wird sie nie so weiß, wie man es gerne hätte. Aber mit Essig kommen wir eurem Wunsch schon ein ganzes Stück näher. Gib einfach deine weiße Wäsche in einen Topf mit kochendem Wasser und gib anschließend eine Tasse Essig hinzu. Lasst das Ganze über Nacht einweichen und wascht eure Wäsche am nächsten Tag wie gewohnt. Ihr werdet erstaunt sein. Und die Nummer 1. Auch wenn es viele nicht glauben werden, eliminiert der Essig auch haufenweise Gerüche. Zwar hat er von Natur aus einen sehr ätzenden und unangenehmen Geruch, aber gegen Rauch- und Schimmelgerüche wirkt er trotzdem Wunder. Einfach eine Tasse Essig zum Spülgang und fertig. Wir hoffen wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst uns doch einen Daumen nach oben da und teilt das Video mit euren Freunden.